I have motherfucking street style, the motherfucking street style. I have everything you need. I am coronavirus, ooh yeah. I'm not immune, but I am safe in my home. Everything is all right, Herr Jens Spahn, what's going up? I say pop, 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 a la pop. Gangster Benzer Jens versteckt sich in Wixhausen, yeah, in seiner Quarantänestation mit dem Pfiffi und das ist alles schon im Lot. Im Lot, ihr ganzen tollen Typen. Laber mich nicht zu, der Teufel kommt verkleidet. Und dann will er dich täuschen mit Egoismus, Mann, du bist so groß wie ein Diamant. Doch leider hast du vergessen, wo ist dein Verstand und dein Respekt und deine Ehre hin? Kannst du es mir nicht ehrlich sagen, red dich doch nicht so groß. Du bist noch nicht mal in der Lage, mir es ins Gesicht zu sagen. Du täuschst dich selber und verleugnest deine Gefühle. Mein Freund, was geht ab? Ich rücke hier die Stühle wie bei Reise in Jerusalem. Meine Freunde, ich bin den sie den Coolen nennen hier in Darmstadt. Oh ja, was geht denn hier noch ab? Bei den Studentis und bei dem Coronavirus. Yeah. Und was gibt's noch zu sagen? Nix. Bis auf, wer mit dem Feuer spielt, soll sich nicht verbrennen. Und wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stein werfen. Und wer hier einen auf Rambo macht, der soll mal zu mir kommen. Und ja, genau, das war es eigentlich schon. Und wir wollen noch eine kleine Anekdote hier loswerden für meinen YouTube-Channel. Und zwar geht es darum, dass meine Freundin am Montag doch alles schon so sehr vorschnell da beendet hat und sie mich da wirklich in eine Falle gelockt hat, ganz hinterhältig, der Teufel ihr da irgendwelche Lügen erzählt hat. Sie hat es nicht kapiert, weil er kam verkleidet als Egoist. Und da sagt sie, ich, und es geht um mich, und es geht ich, mein Leben ist nicht gut und ich fühle mich nicht wohl und ich muss jetzt an mich denken. Das Wort uns oder das Wort wir ist ja niemals gefallen. Und das finde ich unter aller Sau. Und da hat sie mich in eine Falle gelockt und hat gesagt, meinst du mal ein kurzes Statement? Und kurze Frage, ein kurzes Statement? Nein. Kurzes? Nein. Okay. Und zwar hat sie dann gesagt, wir treffen uns um 2 Uhr beim Steffen am Bäckerei. Und dann bin ich noch hin und zwei, hab da gewartet, sie ist nicht gekommen und hat die Zeit genutzt, um mich zu täuschen, ist nach Hause, hat ihr das angepackt und ist abgehauen. Und da will ich jetzt mal bei euch in den Kommentaren hören, ob das in Ordnung ist, sowas. Ne? Man kann ja Schluss machen, jeder ist ja frei, selber freier Geist, aber man kann doch diese Beziehung vernünftig abschließen und da muss man das so hinterhältig tun. Und mit so falschen linken Spielen seinen Freund da oder Partnerin da im Glauben lassen, dass man sich trifft und der ärgert sich dann, weil er nicht kommt und dann 1000 Fragen im Kopf hat und die dann so hinterrücks verlassen und still und heimlich die Sachen packen, das ist doch feige, charakterlos und verantwortungslos. Aber das ist jetzt nur meine Meinung, meine limitierte Sicht der Dinge. Würde mal gerne eure Meinung nochmal hören. Und bis dahin, halt euch auf Laufenden hier im Katastrophenschutzgebiet in Darmstadt bei TV Plauze. Bringt euch schon Sicherheit, denn die nächsten Wochen wird es richtig, richtig geil.